Also dann rein in die Olga, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal, wo uns unser Weg hinführt. Das finde ich gut. Keine Enemies. Ich gucke jetzt mal kurz, ob es hier Sidequests gibt. Ja, ich denke, ich werde Rinwell später mal irgendwie in so einer Schuluniform rumrennen lassen. Ich finde, das passt gut zu ihr als Magierin. Mal gucken. Danke, nette Frau. Nächstes Mal bringe ich Mama mit. Hey, du bist doch diese Frau, die... Hm? Kennen wir uns? Tut mir leid. Ich habe nur laut gedacht. Yeah! Yeah! Das ist mir schon klar, Jesse. Das ist mir schon klar. Ich bin nicht so dumm, wie ich ausschaue. Hey, du bist doch der Kerl, der bei der Befreiung von Calagia geholfen hat. Das war ziemlich beeindruckend. Ich frage mich, was die ganzen Leute, die ich verpfiffen habe, mit mir anstellen werden. Mich vertreiben? Oder mich sogar foltern? Könnt ihr nicht mal Vorwürfe machen, nach dem, was ich getan habe? Ich dachte, du würdest dich um deine Eltern kümmern. Ja, naja, sie sind gestorben. Was habe ich mir damals nur gedacht? Was du getan hast, war vielleicht falsch, aber du bist noch am Leben. Und solange das so ist, ist es nie zu spät, dich zu bessern. Wirf den Rest deines Lebens nicht weg, nur weil du deine Taten bereust. Willst du mir damit sagen, dass ich mich jetzt, da meine Eltern fort sind, um andere kümmern soll? Du wirst leicht reden, du bist ja auch ein Held. Du kannst den Rat annehmen oder nicht, ich sag dir nur, was ich an deiner Stelle tun würde. Sei froh, dass du nicht an meiner Stelle bist. Also, was hast du jetzt vor? Wir werden Dana befreien, damit niemand wie du je wieder solche schweren Entscheidungen treffen muss. Ja, irgendwas in dem Dreh habe ich erwartet. Einem dreckigen Verräter wie mir wird niemand jemals verzeihen. Aber irgendwas muss ich tun. Und hör auf zu jammern. Mach Harakiri. Das war schön. Gut gemacht, Jesse. Guck mal, da ist noch Fragezeichen, aber da geht's wahrscheinlich raus, hm? Ich gehe mir vielleicht zuerst zur Gasse runter. Ich habe mich jetzt lange nicht gewogen. Keine Sidequests mehr, außer die halt von dem Dude. Feldhandbuch. Hat er sich die überhaupt irgendwann mal ausgesucht, die Kleidung? Ja, ich habe Artefakte durch DLC. Wo konnte man die angucken? Irgendwo konnte man die doch angucken. Im Handbuch meinst du? Ach ja, stimmt. Ich habe Erfahrungsboost, FP-Boost und Rabatt beim Händler. Ne, pass mal auf so. Ah.
Aber das ist nur hier drin. Boah, das weiß ich nicht, Jesse. Wir können jetzt durch das Haupttor gehen hier. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hingehe. Ich glaube, ich renne jetzt hier einfach raus. Guck mal, da ist auch Fragezeichen. Da gehen wir da mal hin. Ah, warte. Ah, da komme ich dann. Da ist das Haupttor. Aber ich möchte eigentlich ganz gerne mal gucken, ob ich jetzt kurz schnell reisen kann in das erste Dorf. Und sich der eine Dude da jetzt mal Klamotten ausgesucht hat. Kann man irgendwie weiter raus auf die Karte gehen? Das ist mir zu nervig. Ich mach weiter. Auf Dreieck. Warum wird mir das nicht einfach angezeigt? Hey, drück Dreieck, um die Karte rauszusuchen. Oder ich war wieder zu dick, um das zu checken. Okay. Nee, es wird dir nicht gezeigt. Da komme ich ja nur in die Standortliste. Das ist ja nur hier in dem Gebiet. Ach so, dann muss ich danach durch. Guck mal, in Moskul hätte ich eine Quest. Ja komm, ich bin das von anderen Spielen gewohnt, dass ich halt einfach rausgehe auf die Map und mir dann auf der Map aussuche, hey, wo will ich hin? Nix war, Steffo. Oh. I guess. All right. Ja, ja. Merke ich mir, wenn du das nächste Mal blöde Fragen für Spiele stellst. Ja, was du brauchst. So. How's this? Krieg jetzt einen Kebab? Geiler Scheiß. Genau, Kim. Lesen, das ist was für, keine Ahnung, gebildete Menschen. So. I was wondering why she'd gone quiet. She's still. Ja, aber in Nier war halt die Welt nicht so groß. Da war das Schnellreisesystem nicht so notwendig für mich. Well, let's see what they have to say. Mhm. I hear a voice. Somebody's asking for help. Yeah. Also, die Hand nimmst du aber mal schnell wieder runter, mein Freund. Täuschen mich meine Augen oder sehe ich da wirklich das Flammschwert? Mann, wie ist dir ergangen? Wie ist dir ergangen? Du musst mich wirklich nicht so nennen, Grena. So wie es ausschaut, hast du alle Hände voll zu tun. Hast du echt Zeit für einen Plausch? Oh, ich mach gerade Pause. Schön und gut, dass wir Kamessin-Krähen es in die Hand genommen haben, Kalaglia zu entwickeln. Aber ich sag's dir, mir steht's bis hier. Mit den Leuten ihren verdammten Problem. Klingt so, als hielten sie dich ganz schön auf Trab. Hey! Auf Trab ist noch milder ausgedrückt. Ich habe nicht mal Zeit für ein Nickerchen. Manchmal wage ich fast zu denken, es war einfacher, bevor wir die Strahlaugen zum Teufel gejagt haben. Naja, nicht wirklich. Du weißt schon.
Aber kann ich euch um einen Gefallen bitten? Eine unserer größten Sorgen der Zeit ist der Mangel an Unterkünften. Derzeit haben wir die Leute provisorisch in Hütten einquartiert, aber was mir wirklich vorschwebt, ist, jeder Familie ein eigenes Zuhause zu bieten. Das Problem ist, dass hier nicht viele Orte gibt, die den Elementen trotzen. Aber weißt du, was perfekt wäre? Das verlassene Dorf in Iglia. Wenn wir dieses Dorf nutzen könnten, sind wir auf einem guten Weg. Darf ich dich bitten, dass ihr euch dort umseht und schaut, ob es geeignet wäre? Klar. Das Gebiet ist ein Zeugelbrennpunkt, also glaub nicht, dass es ein Zuckerschlecken wird. Tut mir leid, dir noch mehr aufzubürden. Aber vielen Dank. Machen wir doch direkt die Quest von dem. Is this your idea of atonement? I never put much thought into what we're... Ah, kann ich jetzt dann da aber durch? Und da kann ich Wurzeln schlagen machen? Come after liberation. Don't expect me to help you with this sort of thing in the future. Oh, Bebeto. Klingt nach Stress. Okay, off we go. Pass auf, falsche Taste. Ja, da vorne. Echt? Ich gebe eigentlich die FP immer ziemlich flott aus. Warte, wenn man ganz rumgerannt ist, gab es nochmal was, ne? Ja. The Zugo we're looking for. Get lost. Lightning hit the tower. Also, wenn was ermüdend ist, finde ich das trotzdem stressig. These little ones are hardly worth our time. Schau mal, wie stark wir mittlerweile sind. Only if we drive off the Zugos, though. Die sind ja mittlerweile komplett weggenutzt. So, pass auf. Suppose we won't be running out of work anytime soon. Die machen wir mal kaputt, vielleicht brauche ich mal wieder diese Kerne von denen. Keine Ahnung, vielleicht 20 Ansem. 17 sind wir. Also ich vermute mal, dass Law diesen Stein da wegschlagen kann. Zieh durch, Ansem. Leb den Traum. Okay, der lässt mich immer noch nicht durch hier. Alles klar. Gab es in Ruinen noch irgendwas Cooles? Nee. Stefan Simon kauft mir mit Hilfe seiner Community Life is Strange 1 vor der Storm 2. Ich werde wieder unterstützt. Voll gut, Kim. Ah, die habe ich auch noch rumliegen. Ich
Ich muss echt sagen, Life is Strange fühle ich halt einfach nicht so. Das sind... Das wären coole Filme, aber ich will keinen Film spielen, wo ich halt ab und zu mal ein bisschen was machen kann. Sorry. Tut mir echt leid, Grena, aber im Dorf, das Dorf ist ein Reinfall. Es ist wenig da, was man noch verwenden könnte. Es will mit Vorzeugeln. Ich hätte es wissen müssen. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass es nichts wird, aber ich muss das wenigstens versuchen. Ich habe keine anderen Ideen und die Dinge sind so wahnsinnig wie eh und je. Wir sind echt am Ende unserer Kräfte. Ich kann dich gut verstehen, Greng. Ich will immer Gengar sagen. Aber weißt du, mir ist vorhin was klar geworden. Bevor wir Kalliga befreit haben, wäre es völlig undenkbar gewesen, dass die Leute dich um Hilfe bitten und die Dinge besser machen wollen, oder? Aber jetzt können die Leute genau das tun. Das ist doch ein Zeichen, wie frei die Leute jetzt sind, meinst du nicht? Dass die Leute die Chance haben, für ein besseres Morgen zu arbeiten, verdanken sie der Freiheit, die sie jetzt genießen. Es mag im Moment eine Menge sein, aber das ist nur ein Stolperstein auf dem Weg zu einem besseren Leben. Leichter gesagt als getan, ich weiß, aber du verstehst, was ich meine. Weißt du was? Du hast recht. Das ist nichts, worüber ich mich beschweren sollte. Das ist unser Flammenschwert, stets weiße. Das ist unser Flammenschwert, stets weiße. Mann, wenn ich so viele Texte habe, komme ich irgendwann mit der Betonung gar nicht mehr klar. Ich habe doch gesagt, du sollst mich Alphen nennen, aber ich bin froh, dass du es jetzt positiver siehst. Absolut. Wenn wir das hier überstehen, wird Kalaglia doch noch ein lebenswerter Ort. Danke, dass ich bei dir mal Dampf ablassen durfte. Hast du was dagegen, wenn ich mal wieder auf dich zukomme, über andere Sachen sprechen? Nein, überhaupt nicht. Wassermelone, und wie schmeckt's dir? You seem happy for someone who just went on a wild goose chase. Hey, when you're free, there's no need to sweat the small stuff. Oh, it's no skin off my nose. But if we're done here already, can we get back to our mission? Falsch getaggt. GG, Kim. Einfach GG. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Right. Schwer zu sagen, weil ich zu klug für. Also ich muss sagen, bei Wassermelone schmecke ich halt auch eigentlich ziemlich gar nichts. Oh, ihr seid's wieder. Danke nochmal für eure Hilfe. Nicht der Rede wert. Wie läuft der Wiederaufbau? Ich will nicht behaupten, dass alles perfekt klappt, aber wir kommen ordentlich voran. Gerade versuchen wir, alle Leute, die von den Schlangenaugen verschleppt wurden, wieder nach Hause zu holen. Das Problem sind wie immer die Zeuge. Sie machen es schwierig, irgendwo hinzugehen. Wenn wir nur eine Handvoll mehr erledigen könnten, würden wir zurechtkommen. Aber wie? Hey Alphen, meinst du, wir können etwas Zeit aufbringen, um den Leuten hier auszuhelfen? Mit den Zeugen meinst du? Ich bilde mir nicht ein, dass ich damit alles wieder gut machen kann, aber ich will trotzdem helfen. Got it. Klar, das klingt nach einer Aufgabe wie für uns gemacht. Wir helfen ihnen, Lore. Wo sollen wir hingehen, Big Molen? Schön, dass ihr an Bord seid. Geht bitte zur Nivira Eiswüste. Wenn ihr dort draußen ein paar Zeuge erledigen könnt, würde uns das echt helfen. Je eher man das Gebiet sicher durchqueren kann, desto eher können die Leute wieder nach Hause. Ja. Stimmt vom Kontext. Also du musst ja halt wirklich gerade halten. Nicht kippen, so gerade halt. Vielleicht liegt es halt auch einfach an den... Ne? Draufsticke-Schnüpsis da. Also bei Melone habe ich auch nicht sonderlich viel geschmeckt. Wir schmecken am besten diese ganzen Zitrusgeschmäcker. Also so wie ich mitbekommen habe, ist das neue Life is Strange schon sehr kurz. Scheiße, ich will hier rein.
Okay, off we go. Ist das auch wieder mit so Parts wie früher bei Life is Strange? Ich habe nur das erste gespielt. Wieder Episoden, okay. Automod mag Japp nicht. Warum auch immer. Ich hab's jetzt auch gerade nochmal erlaubt. Mein Kabel ist kaputt. RIP Tom, RIP Alter. War schön, dich gekannt zu haben. Take your eyes off the prize. Quite aware without you reminding me. Is that the Zugo we're looking for? Schon sehr früh. Kulange. Das ist so weird, dass das Japp einfach gesperrt war. I don't get it. Das ist einfach noch geradeaus durchrennen hier. Weißt du, was ein tolles Wort wäre zum Sperren? NH. Ich glaube, ich sperre NH. Mich nervt das so sehr, wenn Leute NH schreiben. Ja, das frage ich mich nämlich auch. Die schreiben NH als Abkürzung für ne, ne, also von eine, wo ne eh schon die Abkürzung ist. Schreiben die NH. Wo ist die Logik? Eine englische Beleidigung für Japan. Echt? Ach. Wieder die Engländer. Ich habe Angst, wenn man NH schreibt, dass dann halt alles gesperrt wird, wo NH drin vorkommt. Deswegen habe ich das bis heute noch nicht gesperrt. Krypton 2021 bis 2021. That looks like the Zugel we were told about. The Zugel Schmugel.
Einfach so eine random Anfrage? What the fuck? Letzter Gegner. All we have to do is get rid of that thing, right? Gotta break through. Warum? You're most comfortable out of range, aren't you? I'm not really built for close quarters combat. Nor am I. Don't worry. I'll help you keep a wide berth. So. Oh, ihr seid's wieder. Wie lief's denn? Habt ihr die Zeuge besiegt? Ja, wir haben sie mehr oder weniger aus dem Weg geräumt. Ihr solltet jetzt wieder lang gehen können. Sehr gut, das erleichtert es enorm. Danke, dass du dich drum gekümmert hast. Guter Mann. Ich werde mich dort mal umsehen. Ich wünsche euch allen eine sichere Reise. Ey, es lohnt sich allein schon für die FP, ne? Ich glaube, ich konnte jetzt gerade da drin noch was abgeben. Ja, gönn dir halt. Ich finde es schade, dass es die DLCs halt nicht wirklich in einem Paket zusammen gibt. Mehr als das. Wir haben alle für dich aus dem Weg geräumt. Das Gebiet sollte fürs Erste sicher sein. Wow, gute Arbeit. Das macht es deutlich einfacher für die Leute, in ihr Zuhause zurückzukehren. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Glaubst du wirklich, für die Leute ist wieder alles gut, sobald sie zurück sind? Ich meine, man muss sich klar machen, alle, die verhaftet wurden, wurden von irgendjemandem angeschwärzt. Wir haben klargestellt, dass es für uns alle ein Neuanfang ist. Vergeltung ist verboten. Du kannst doch nicht erwarten, dass die Leute einfach... Ich weiß, eine Regel allein reicht nicht. Glaub mir, ich bin nicht naiv. Aber wir alle müssen uns so gut es geht miteinander und unsere... Wir alle müssen uns, so gut es geht, einander und unsere Vergangenheit stellen, bevor wir in die Zukunft schauen können. War das jetzt so schwer, Steffo? Ja, man kann vermutlich nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Durch 3% um mein Handy klemmt nicht an der Ladestation, selbst explodiert es gleich. Tom, RIP! Nochmal. Oder eine neue Quest schon direkt. Hey Bregon, können wir sonst noch was tun zu helfen? Aber klar, dürfte ich euch bitten, eine kleine Umfrage unter den Leuten zu machen? Was für eine Umfrage? Wir müssen viele verschiedene Meinungen einholen, wie wir diese Stadt in einen lebenswerteren Ort verwandeln können. Aber wegen der ständigen Überwachung, unter der wir alle litten, müssen die Leute noch ihre Stimme finden. Und du meinst, um herauszufinden, was die Leute denken, wäre es am besten, einfach zu ihnen zu gehen und sie zu fragen. Genau, kann ich auf euch zählen? Klar, bin dabei. Yeah. Ja, das kriege ich hin. Ich bin dran gewöhnt, um herzugehen und mit Leuten zu reden. Du hast doch nichts dagegen, Alfen, oder? Ganz im Gegenteil. Machen wir uns ans Werk. Super. Danke euch beiden. Dann befragt doch für den Anfang ein paar Leute in der Stadt und schaut, wie es läuft. So. Der Part ist fürs Erste zu Ende. Wir sehen uns später wieder. Kuss.